Ah, jetzt check ich diesen Stein. Lass mich raten, der... Ja, der macht genau das, was ich vermutet habe. So, und dann jetzt hier so bitte. Gumos Versteck. Das hat der alles geplant und hier kann ich ihn... Ich habe leider kein Kartensteinfragment. Heißt, darüber kommen wir schon mal nicht. Da müssen wir jetzt... Oh! Das ist aber knapp bemessen. Da kommen wir ja auch nicht hin. Lol, was ist das denn? Na, das wird doch interessant. Also wir sind jetzt auf jeden Fall... Oh, das ist gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Versteck von dem Maslack, der das Zeug vorgeklaut hat. Interessante Wendung. So, mal schauen, was wir da bekommen. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Nur Punkte? Ich dachte, das wäre eine neue Vita-Zelle oder so. Aber da ist ein Schlüsselstein, deshalb ist es schon worth. Komm, verpiss dich. Die, die rumspringen können, gar nichts. Ja. Wir speichern lieber mal. Hier brauche ich Schlüsselsteine, ja, und zwar 2 Stück. Und wir können uns wieder eine neue Fähigkeit gönnen. Hier brauchen wir halt den Luftspray. Also, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Kosten der Stichflamme halbieren. Damit wir das haben. Damit uns das nicht mehr so krass abfuckt. So, Schlüsselstein. Das ist alles kein Problem. Wenn er springen würde. Oh. Einfach viel zu krass. Komm, wir brauchen nochmal was. Für jedes Erzeugte kriegen wir ja zum Glück einen Lebenspunkt wieder dazu. Und ich glaube, ich hätte zuerst woanders hin müssen. Es kommt mir nämlich gerade vor, als wäre ich falsch. Da brauche ich nämlich noch einen Schlüsselstein, aber ich komme da nicht hoch. Achso, hier ist so ein Energiekristall. Ich denke mir, was blockiert denn mich jetzt? Achso, auf instabilem Boden kann man keine Seelenverbindung erzeugen. Ich wollte das eben nicht. So, wir machen das jetzt aber noch. Komm. Es ist so knapp bemessen, es ist so unglaublich. Also mich wundert es, dass es mich nicht umbringt. Ich bin vorher leider durch so eine Lücke gerutscht, das war das Pech von mir. Ja gut. Das ist jetzt auch nicht besser verlaufen. Muss halt schauen, wo ich hin muss, ne? Hier geht's zwar weiter, aber da drüben ist das Kartensteinfragment, das ich wirklich nur liebend gerne hätte. Dafür müsste ich jetzt nochmal zurück. Und das werde ich jetzt auch machen. Das ist nämlich... Boah. So ein Kartensteinfragment. Das ist halt schon ziemlich angenehm. Ich werde versuchen, dass ich die immer finde, wenn ich sowas sehe. Also rein damit. Und erstmal ein bisschen was ausleuchten. Holy fuck, ist das groß. Die Mondgrotte ist echt riesig. Achso, das war der Dornsumpf, stimmt. Und hier ist dann die Mondgrotte. Aber wo ist halt die Frage, ne? Hohlhain und dann die Waldsenke. In der Waldsenke haben wir eigentlich eh viel. Da fehlen uns halt nur die essentiellen Dinge, die wir jetzt noch nicht bekommen können. So Sachen wie ins Wasser gehen oder ein paar Tore, wo wir noch nicht bekommen konnten. Das sind alles Sachen, die bekommen wir sicher noch. So, aber hier, der Schlüsselstein, den wir brauchen, der ist auf jeden Fall da, wo ich vorher war, unten rechts. Und dann da hinten ist auf jeden Fall so ein Baum wieder, von dem wir die neue Fähigkeit bekommen. Ich denke, das wird der Doppelsprung sein. Weil ich habe es schon gelesen, dass es den gibt. Und da links werden wir dann wahrscheinlich danach weiterkommen mit dem Doppelsprung. So werde ich es mir vorstellen können. Da oben werden wir auch erkunden können mit dem Doppelsprung. Ja, ich denke, es wird sich alles lüften im Laufe der Zeit. Es ist halt nur die Sache mit dem... Man hat Fähigkeiten noch nicht direkt am Anfang. Ja, so viel dazu.
Haben wir... Alter, wir dürfen das nochmal machen. Weißt du, genau wegen sowas frage ich mich, warum können sie da nicht einfach ein automatisches Speichern für sowas einführen? Warum? Wo liegt das Problem? Ich sehe kein Problem drin. Ich sehe absolut kein Problem darin, eine automatische Speicherfunktion für sowas einzufügen. Und wenn er sich nicht an der Wand festhalten will, dann dauert es halt immer länger. Ich sehe das einfach nicht ein. Warum soll ich immer speichern? Wobei man genau weiß, dass man das immer vergessen wird. Oh, habe ich noch gar nicht gehabt, diesen Kartenstein. Leck mich doch am Arsch, Mann! Meine Fresse, ist das gerade unnötig as fuck. Jetzt kommt wieder das berühmte Talent von mir. Einmal was geschafft, nie wieder geschafft. Zeig doch. Da schaffst du es einmal direkt und danach eine lange Zeit nicht mehr. Das ist nochmal... Was ist gerade passiert? Das ist auch noch mein Talent. Man stirbt, ab einem gewissen Zeitpunkt stirbt man einfach an irgendwelchen random Stellen, wo man eigentlich normalerweise als Normaldenkender gar nicht sterben kann. Aber, ja. Das nur dazu. Da ich weiß, dass ich nochmal sterben werde, hol ich mir nochmal Leben. Beziehungsweise, ich speichere lieber. Jetzt muss ich nochmal zurück zu dem Kartenstein. So, rein damit. Ja, schöne Karte. Hä? Ja, schöne Karte. Also wenn man in diesen Stahlen verreckt, ist das der Ultra-Tilt, ne? Ich muss da nochmal runter, ne? Ich werde schon runterkommen. Ja, wenn der so nah ist, dann ist es doch schwer auszuweichen. Spiel gespeichert, passt. Ich habe sogar genau richtig gespeichert, weil hier kommt ein kurzer Zwischenkampf. Bin ich gut, ne? Ich habe richtig die Predictions für sowas. Bam, da mache ich lieber eine Stichflamme. So, kann ich jetzt ein paar Mal machen, jetzt ist er Half-Life. Warte. Oh, jetzt hat er viele Leben verloren. Ist eigentlich unser erster Bosskampf, ne? Ist richtig cool. Cool in Szene gesetzt, muss ich sagen. War das jetzt dieser Typ, der uns die Wasserader geklaut hat oder nicht? Juhu, Energie. Und der Schlüsselstein, das heißt, wir können die Tür öffnen. Das ist perfekt. Ja, der Boss war nicht schwer. Das sage ich nicht. Perfekt. Oh Gott, jetzt müssen wir das wieder machen. Weißt du, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du jetzt verkackst, zurück zur Seelenverbindung und das nochmal machen, diesen Kampf. Das kann ich mir vorstellen, dass die so drauf sind und das machen. Deshalb hier... zur Sicherheit lieber nochmal. Es könnte sonst richtig nervig werden. Ich mag solche Passagen nicht. Ne? Einmal okay. Aber wenn sie dann... Das Problem ist, wenn sie dann öfter kommen, habe ich keine Geduld mehr dafür. Also wenn man öfter an denen vorbei muss, so meine ich. So, zack, zack. Und da sind die Schlüsselsteine drin und wir können weiter. So, weiter geht's. Dann schauen wir jetzt mal. Das ist auch interessant. So, hier können wir ja einfach nur zerstören. Das ist ja der Sinn dieser Dinger. Da kommt ein Energiestein. Ist auch praktisch.
Und ja, genau. Ja, kann man sehen, kann man sehen. Mann! Jetzt muss ich wieder da anfangen. Genau an der, weißt du, genau diese Stelle, wo ich vorher gesagt habe, boah, die mag ich gar nicht, wenn man sie so oft machen muss. An der darf ich jetzt nochmal anfangen. Ist es nicht Ironie? Ja, das Blöde ist, ich habe jetzt zwei Gegner und kann nicht gescheit ausweichen. Das machen wir nochmal einen Speicherpunkt. Als sowieso, weil ich sowieso sonst sterbe wieder. Also, zerstören wir hier wieder alles, bekommen ein bisschen Energie und Leben. Okay, hier scheint es das wohl gewesen zu sein. Und da man da nicht mehr hochkommt, kriegt man hier den Doppelsprung 100%ig. Aber sowas von. Jetzt habe ich schon richtig im Urin. Ja, dann kriegst du auch das Ding da oben. Oh, holy fuck, Mann. Jetzt hat er mich erwischt, der Wichser. Mal lieber ein Safe Point, damit ich Leben bekomme. So, das müsste so ein Stammbaum. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Oh, was könnte das nur andeuten, ne? Du hast den Doppelsprung erlernt, was für eine Überraschung. Drücke Arm, um in die Luft zu springen und drücke dann erneut Arm, um noch höher zu springen. So, wie hoch? Seriously? Ja gut, okay, besser als nichts, oder? Wie gesagt, besser als nichts. Ich denke für sowas, ja, wenn es für sowas dann reicht, die Entwickler werden es wohl so gemacht haben, dass man, ja, dass man den jetzt schön oft verwenden darf. Dass man da direkt hochkommt. Und da man da ohne diesen Doppelsprung nur schwer hinkommen kann, haben sie das gleich auch noch gemacht und hier auch. Also wirklich schön ausgenutzt. Ja, ich renne halt direkt voll rein, ne? Muss mir merken, einfach öfter so eine Seelenverbindung zu machen. Das ist echt praktisch. Ja, du Spaten. Verkackter. So, mach ich hier noch eine. Ist auch nötig. Wieso habe ich eigentlich schon wieder Energie verloren? Warum? OMG, was sind das für Wichser? Was für eine Selbstzerstörung. Wieso bekomme ich eine Errungenschaft für Selbstzerstörung? Oh, eine Seelenverbindung kostet auch Energie. Stimmt, das habe ich nur komplett ausgeblendet. Und hier ist aber zum Glück eine Energiezelle. Also je mehr man von diesen Energiezellen hat, desto mehr Fun macht das Ganze auch, muss ich ehrlich sagen. Weil dann kann man halt wirklich die Fähigkeiten einsetzen, ohne direkt einen Energiemangel zu haben. Boah, das kann ich mir auch direkt holen. Was ist das? Stichflamme, oder? Jawohl. Fette Punkte und so. Scheint wohl nur eine normale Wand zu sein. Kommt man hier auch irgendwie anders hin eigentlich? Nee, war schon richtig, wie ich es gemacht habe. Kommen Punkte her. Wo gehe ich denn jetzt hin? Unten geht's weiter. Da brauche ich viel Energie, aber da ist auch eine Sackgasse. Und wenn ich oben lang gehe, dann komme ich langsam aber sicher wieder nach ganz oben. Also ich gehe jetzt einfach mal unten entlang. War ich wohl ein bisschen zu langsam. Hier auf jeden Fall sehr gut, dass man hier ein bisschen was erkunden kann. Gehen wir jetzt links oder rechts? Ich gehe links und dann gehe ich nach unten und dann durchs Tor und dann werde ich halt da langsam aber sicher alles erkunden, weil das da unten werde ich das schon haben. Ja, das kriege ich auch easy. Das ist wahrscheinlich eine Vita-Zelle, ne? Nee.
Lol, das ist ein ganzer Fähigkeitenpunkt. Was? Ja, GG. Gleich mal aufrufen, das Ding. Und was machen wir? Den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Brauche ich da noch was? Ah, das kostet aber 2. Okay. Dann machen wir zuerst das hier. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt, vergrößert den Radius und erhöht den Schaden. Ja, es ist immer gut. Wie sprintet man eigentlich? Habe ich das schon gelernt? Oder bin ich behindert? Wer weiß es? Naja. Ha, hat sogar geklappt. Endlich mal die erste Energietüre, die ich öffne, ne? Ja. So geht's halt auch. Ist da unten was? Da unten ist anscheinend was. Aber da muss ich zuerst noch ein bisschen was machen. Da ist nämlich noch so ein Fähigkeitenpunkt. Ja, das ist ja sehr interessant. Du Wichser! Boah, da war eine Sackgasse und ich hab's nicht geblickt. Das hau ich mal genüssig darunter. Das kann hier nie schaden. Jetzt bin ich schlussendlich doch oben gelandet. Ich wollte ja zuerst eigentlich nach unten. Für das habe ich keine Energie mehr. Werde ich schon noch irgendwie zusammenbekommen. Was bekommt man eigentlich als nächstes? Beim Fähigkeitenbaum dann. Für den Schaden. Würde mich jetzt gerade interessieren. Wo muss ich hin? Das kannst du sehr noch weiterschieben, oder? Nee, kann man nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt zuerst nach links hoch. Scheiße. Ich brauche anscheinend Energie. Habe ich aber nicht. Kann man hier nicht irgendwie Energie bekommen? Auf jeden Fall das abschalten. Das ist gut. Ah, jetzt check ich diesen Stein. Lass mich raten, der... Ja, der macht genau das, was ich vermutet habe. So, und dann jetzt hier so bitte. Und weg mit dem Boden. Jetzt check ich das auch. So, dann kannst du da reinmachen. Hab keinen Bock, dass mich das noch killt. Neue Energiezelle. Und ein Fähigkeitenpunkt in dem Fall. Nee, nur ein riesiges geisterlich Gefäß. Aber ich bekomme dadurch trotzdem ein Level Up. Oder halt einen neuen Fähigkeitenpunkt. Das ist echt praktisch. So, wo habe ich denn den Ding hingemacht? Vorher. Da. Ja, okay, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Schauen wir mal, was kriegen wir hier noch? Das braucht aber auch nur einen Fähigkeitenpunkt. 2 Ziele auf einmal. Sogar das noch. Erst ab da dann. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Und da haben wir dann... Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Ja gut, ne? Was brauche ich da? Streuflamme. Das geht ja nicht. Da brauchen wir nämlich 2. Ob es das Wurf ist, ist halt die Frage, ne? Ich gönne mir das hier. Einfach nur, damit wir so ein bisschen gleichmäßig unterwegs sind. Und nicht nur eines maxen. Weil ich muss ehrlich sagen, nur auf Schaden bin ich jetzt nicht aus. Ich hätte schon auch Interesse daran zu überleben. So ist es ja nicht. Da gehe ich jetzt noch mal noch kurz einen Absteiger, damit ich die Energie bekomme. Und dann geht es natürlich direkt wieder weiter. Und zwar hier lang, genau. Da müssen wir auch hin. Die Sache ist ja, ich kann ja nicht schwimmen. Ich meine, ich kann das schon holen, aber es bringt mir nichts, weil es nicht gesaved wird, wenn ich sterbe. Boah, ist das geil. Der Radius ist jetzt richtig heftig. Könnte mir durchaus sehr stark helfen in vielen Situationen.
Ja gut, da wusste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Ich geh einfach sterben. Und hier bekommen wir noch ein Leben zurück. Ich muss mich aber gerade wundern. Ach, da ist dieser Dreckstyp. Okay, warte, der ist da hochgegangen. Was ist denn da oben? Achso, da komme ich gar nicht hoch. Ich dachte, da kann man drauf. Kann man aber nicht. Gut, dann gehen wir normal weiter. Ich habe aus Versehen den Doppelsprung zu früh benutzt. Also, man muss echt gut die Mechanik vom Doppelsprung drauf haben. Sonst, es ist nämlich extrem knapp bemessen, das ganze Zeug hier. Also komm. Schleich die. Was ist hier? Kann man da nicht irgendwie runter oder so? Wohl eher nicht. Ja gut, okay. Wo geht's jetzt hin? Irgendwie da weiter. Kann man da auch drauf oder? Ach so. Okay, das war nicht der Plan. Alter Scheiße, ich bin schon wieder da unten. Ich muss ein Safe. Ich muss vor riskanten, vor so krass riskanten Aktionen muss ich einfach einen Checkpoint machen. Es geht nicht anders. Alter Mann, ich bin schon wieder so low life. Ja gut, okay. Wenn ich hier eins bekomme, bekomme ich auch zwei. Alter. Gut, dass ich das aufgelevelt habe. Das ist echt praktisch. Muss ich sagen. Das hätte ich direkt vorher so machen sollen. Oh Gott, ist das eigentlich einfach. Wieso habe ich ihn davor? Ich halte meine Fresse. Ja, wie, man verliert zwei. Was ist denn das? Oh. Ich hätte gerne Leben. Okay, hier eine Seelending. Wie geht das? Ah, man muss so lange wie möglich bei denen warten. Und dann kommt man da drauf. Und dann musst du nochmal zurück. Und dann kommst du auch da drauf. Und wenn du ganz cool bist, dann machst du noch den hier, damit du das hier bekommst. Warte, war da nicht noch irgendwo mal sowas? Nicht, ne? Da gab es noch ein paar Punkte. Es könnte es da oben gewesen sein. Ne, das war glaube ich ein Speicherplatz. Egal. Juckt jetzt nicht. Ja, warte, wir können hier ganz easy da hier den machen. Ach, das ist die Abkürzung dafür. Falls du hier runterfällst, oder wie? Wenn du das mit einem Doppelsprung schaffst, dann ja, Halleluja. Dann viel Spaß beim Rest des Games. Also komm, kannst du mir gleich die Punkte wieder geben. Boah, 6 Energiezellen ist schon ziemlich nice, muss ich sagen. Also, mit so vielen Energiezellen lässt sich dann schon gut arbeiten. Alter, wie kann man nur so blöd sein?